Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Ultra Sonne, Folge 48. Stimmt das so, 48? Ich kann mich nie daran erinnern, welche Folge es ist. Es ist auch relativ egal. Wir befinden uns im Ulaula Blumenmeer und gehen heute nach Norden in Richtung Po-U. Los geht's. Und es regnet. Zumindest schneit es nicht. Zumindest schneit es nicht. Route 17. Diese Ebene erstreckt sich vor Po-U. Komplett Ulaula ist ja merkwürdig, ne? Aber dieser Ort, naja, er ist heruntergekommen, aber hier kann man wenigstens halbwegs leben. Ich bin eigentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance. Aber als Mitglied von Team Skull macht mich deshalb zum Glück keiner mehr dumm von der Seite an. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Okay. Herrscher-Sticker, Sticker, ich hab dich genau gesehen. Da hinten, yeah. 63. Po-U ist ein Ort, der relativ... immer nett die Nachbarn grüßen. Po-U ist ein Ort, der relativ heruntergekommen ist. Nicht nur wegen Team Skull, sondern weil er wirklich abgelegen ist und man keine Möglichkeit hat, hier relativ schnell hinzukommen. Man müsste über Mali hier City hinkommen und das ist ein weiter, weiter Weg. Noch ein Sticker. Oh, eine Menge Katzen, mein Herr. Fotte Katzenlady hier. Mautz. Miau. 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 Miautz, Mautz. Ja, die Polizeistation. Noch eins. Der hätte 7 Mautzis hier, mein Herr. Die Polizeistation von Po-U. Naja, wie man es nimmt, ne? Niemand zu Hause, bis auf Katzen. Ja, ein Ort, der jetzt nicht so unbedingt schön ist, aber hier gibt ein paar Trainer. Danke. Jo, ich finde voll daneben, wenn jemand immer alles krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgaben bei dem Skull gehe ich aber voll ernst an. Irgendwie strange. Voll merkwürdig, Junge. Vollst entmerkwürdig. Team Skull Rüpel. Und ja, ab hier gibt es nur noch Team Skull Rüpel irgendwo. Ich glaube mit einer Ausnahme. Höchstens. Auf jeden Fall, wie man sie kennt, sie haben sehr, sehr viele Unlicht-Typen, ein paar Gift-Pokémon bei, aber recht hohe Level-Tatsache. Und das ist nicht cool. Nicht cool. Vor allem, weil es regnet, da bringt uns Roxanne gar nichts. Das heißt, wir müssen wechseln auf wen? Auf Schnuffels. Es ist schon bekloppt, dass wenn so Pokémon alle von einem Level 36 Radfahrt outslevelt werden. Das ist schon lustig. Risiko-Tackle, what the fuck? Aua. Du kleine Ratte, du. Brich. Tiefschlag. Ah, ist doch ganz schön frech, du Dingen. Tö. Risiko-Tackle, Tiefschlag, Radfratz, Alter. Nicht schlecht. Ein Alpollo. Jetzt kann ich wieder wechseln auf Roxanne. Das passt dann super toll. Dann können wir wieder Prügler machen. Yay. Prügeln wir es. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Das waren 4. Wir brauchen aber, glaube ich, nur 3. Dann ist es Apollo hinüber. So, Prügler. 1. Okay, es werden 4 sein. 2, 3, 4. Es waren 4. Gut. Roxanne, ein bisschen Erfahrungspunkte und er ist besiegt. Da sieht man. Selbst wenn man voll ernst bei der Sache gibt es, ja, gibt keine Garantie für positives Resultat. Für positives Resultat. Ey, seid alle ziemlich schlau unterwegs eigentlich. Also ganz schön dunkel, Gebirge. Vielleicht gibt es hier gegen ein Pokémon, den du nachts zeigen. Blip. Ja. Peace. Ich bin sogar so gewissenhaft, dass ich jetzt anfeuer. Yo, 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 mein yo, yo, bounce. Selbst wenn ich eine Pleite einfahre, darf der Flow die abreißen. What the crap? Sehr komischer Typ. Ah, schau mal, was für Pokémon hier gibt. Bestimmt einige interessante neue Pokémon hier im hohen Gras. Aber sonst waren das immer nur dieselben. Und die waren relativ, ja, radikalisch. Radikalisch. Versteht ihr? Level 6, Alter. 36 wilde Radikal. Lecko mio. Also, die Dinger sind nicht nett. Die haben ein hohes Level.
Knie schon. Aua. Wow. Darf ich mal sagen, die Typen sind gar nicht mal so schwach? Crap. Dinger sind gar nicht mal so schwach. Warum ich Tarnrein bringe? Nur wegen Durchbruch gerade mal, um zu schauen, ob es eventuell Tiefschlag abgewehrt. Oh. Oh, kein Wunder, dass du es gekillt hast. Überall, du Sau. Gittigit. Auf jeden Fall geben wir relativ gute Erfahrungspunkte und die brauchen wir gerade. Ein ziemlich dringendes Stückchen. Nur es regnet halt die ganze Zeit und das mag ich nicht. Der Regen ist wirklich unangenehm. Wirklich unangenehm. Gerade im Gebiet, wo man wirklich fast nur Unlichttypen trifft. Wenn man nichts dagegen Effektives hat. Schmusi hat, glaube ich, auch nichts Effektives. Übrigens Tana vorne. Ah, wir haben eine große Unlichtschwäche. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ach, was soll's. Machen wir Beleber rein. Wo haben wir hier Beleber? Beleber, 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 Beleber. Wo haben wir sie? Da. Und ein Supertrank hinterher, weil wir genug haben. Gut. Und wenn ich das schon mache, dann sollte ich auch Schnuffels nach vorne packen, weil sonst haben wir ein Problem. Schwach, schwach, hat keine Chance überhaupt anzugreifen. Ja, will ich nicht gerade einsetzen. Wäre aber ziemlich praktisch hier. Und Beilage. Eine kleine Beilage für zwischendurch. Ja. Ich meine, im hohen Gras auf den Bergen hier oder im Gebirge gibt es andere Pokémon als unten im Gras, aber kann mich irren. Kann mich irren. Es ist ein Radikal. Und das ist ganz radikal gesagt, einfach mal voll fett, weil es wieder 36 ist. Wieso so ein hohes Level, Mann? Und wieso bist du nicht mit Tiefschlag ausgerüstet? Na gut, du bist ein One-Hit, aber gut. Gut, ich nehm's, was soll's. Pillepalle. So, was haben wir hier so Schönes? Da unten haben wir ein Item, hier oben haben wir ein Item. Und hier irgendwo haben wir noch eine TM, das weiß ich. Das weiß ich, das weiß ich. Ich glaube, das war Gift-Hieb, wenn mich nicht alles täuscht. Also ziemlich praktisch. Hinter irgendwas versteckt? Nee. Es sei denn, es ist eine neue Höhle. Nee. Und auch kein wildes Pokémon. Hehehe. Ja, hier oben, ich meine, hier oben war ein Rüpel mal gestanden. Sehr komisch. Wozu diese eine Felsbombe? Zwei. Kein Sinn. Kein Sinn und Verstand. Na gut. Da unten ist ein Bärenhaufen. Und hier ein Tipp für Trainer. Könntest du deinen Pokémon auf der Sparinsel im Pokémon Resort ein Bad, werden sie zutraulicher. Aber wenn sie so zu lange dort lässt, steigt ihnen die Hitze zu Kopf. Berühre das Schild, um sie aus dem Wasser zu holen. Ja, könnten wir machen, wenn wir wollten. Wir gehen erstmal nach rechts durch. Wir werden hier zwei, drei Mal durchlaufen müssen, bis wir alles haben. Und dann passt das. So, wenn wir hier runterlaufen, dann sind wir gleich noch auf die Gerade eben. Heißt, wir müssen aber noch oben. Sehen wir auf der linken Seite war ein Trainer. Oh, ein Ibitak. Hui. Oh, ein Ibitak. Oh, es ist Level 33. Heißt, das können wir schön One-Shot mit Steinhagel. Yay! Besiegt. Gut. Trotz Regen kommen wir ja recht gut durch. Und erstaunlich wenig Wasser-Pokémon hier. Trotz des Regens. Wasser- oder Boden-Pokémon. Morlord. Morlord wären hier gar nicht mal so schlecht. Aber es gibt hier keine Sümpfe, von daher verständlich, dass sie hier nicht zu finden sind. Ja, geh mal links rum. Jetzt haben wir wieder die Auswahl links oder rechts. Wir gehen hier rechts runter. Und haben einen Kampf. Was willst du von mir? Du bist hier im Paradies von Team Skull, also sieh dich vor. Okay. Okay, ich sehe mich vor. Oh, ein Gastella. Oh. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut für mich. Denn deswegen ist ein Wassertyp und Gifttyp und das ist nicht gut für mich und bin gerade müde. Hui. Was wäre gut dagegen? Das habe ich gerade nicht dabei. Schmusi, kommst du raus? Psychokinese, haut drauf. Mecker-Ding. Falls es nicht physisch angreift und irgendwo One-Shot oder so ein Kram. Wer weiß. Toxin. Ah, du alles. Drecksding.
Wir hatten bisher nicht so viele Pokémon, die vergiftet haben, aber das Ding ist gemein. Psychokinese. Stirb. Und Holz, stirb. Geht rauf. Und weg. Wupp, 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 wupp. Castella, ehrlich jetzt, ey. Blach. Oh ja, super. Ein Slimer. Warum ein Slimer? Warum ein Slimer? Ich mag die nicht. Die Dinger sind komisch. Warum auch immer. Sind die so bunt? Wer weiß. Jedenfalls nicht so schön. Na gut. Slimog ist schlimmer. Slimog ist ja wirklich LSD-Farben bunt. Aber das Ding ist okay. Sagen wir, es ist okay. It's okay to be dead. Bei Z-Attack. Hüsterchen. Z-Kraft für die Turbo-Spiral-Kombo. Oh je. Yeah. Mit der Nase voraus. Bräp. Und bräp. Na gut, nicht allzu viel Schaden. Knirscher. Au. Wieso macht ihr so viel Schaden, ihr Dinger? Das ist unfassbar. Na komm. Da kommt halt doch Rob raus. Rob, Schaumserenade im Regen, das gefällt dir wahrscheinlich ziemlich gut. Ich hätte Rob vielleicht doch die... Oh, Giftgriff, wirklich. Ich hätte Rob vielleicht doch eher Dingens geben sollen. Die Kraftreserve Boden. Die kann uns hier wirklich weiterhelfen, gegen ganzen Slimer, Slimog. Und was nicht alles noch auf und zu kommt, wo wir gerade nichts gegen haben. Aber es hat eine 60 Stärke und 60 Stärke ist halt nicht gut für uns. Leider. Ah, verloren. Ich schätze, meine Zeit im Paradies ist hiermit vorbei. Oh, ja mal schade. Ja mal schade. Hätte ich doch mal eine Inselwanderschaft gemacht, wäre sicher ein gutes Training gewesen. Du hast ein starke Pokémon bei eigentlich. Aber ja, da vorne liegt eine TM. Die wollen wir haben. Müssen wir wieder einmal rumlaufen. Das ist ziemlich doof. Denn wenn man den Trainer umgehen will, muss man oben lang gehen. Und wenn man das falsch macht, dann muss man nochmal oben lang gehen. Jawohl. Das heißt, immer hier lang, immer da lang. Hier rum. Hier rum, da rum. Diesum. Darunter, hier runter. Nein. Darum. Danke, Taurus. Und Kampf. Gibt es auch Panzer Aeron? Wirklich? Alter, ey. Ich will nicht sagen, die Dinger nerven auf Dauer. Aber die Dinger nerven auf Dauer. Nein, dich bekämpfe ich nicht. Du bist zu nervig. Zu fett, zu bulky, zu was weiß ich nicht alles. Oh, Steinhagel. Ich war mir sicher, hier lag auf jeden Fall Gift-Typ rum. Aber wir können alles Steinhagel lernen. Tarn. Das ist nicht schlecht. Und Psychoschock könnte theoretisch noch Schmusi lernen. Theoretisch, aber brauchen wir nicht. Nicht jetzt. Tarn. Kannst du bitte Steinhagel lernen statt... Das ist gerade doof. Das ist gerade wirklich doof. Aber wir belassen es erstmal. Wir belassen es erstmal dabei. Und sortieren mal kurz die Tasche nach Nummer. Ist besser. Gut. Hier sind wir durch. Dann gehen wir jetzt nach unten. Und haben hier einen Herrscher-Sticker. Na super, 65. Wow. Und eine Trainerin. So, was schicken wir gegen sie in den Kampf? Roxanne? Nee. Schmusi? Nee. Rob? Rob. Robbity Rob 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 Rob. Ich gehöre zu dem Skull. Ich bin vulgär und grob. Und ein Fan von Venufliebes. Verdammt.
Bitte hab kein Venus Fliebes im Team. Bitte hab kein Venus Fliebes im Team. Alles, bis auf diese fliegende, schwebende, blöde Mistpflanze. Retter, okay. Wow, ein Retter. Ich fühle mich jetzt so bedroht. Es hat Bedroher, es war so klar. Es hat Bedroher, das war so klar. Schaumserenade im Regen plus Depp macht mehr Schaden als Psychokinese, die effektiv wäre. Und bye. Was ein Reinfall. Da habe ich echt versagt. Du warst super. Du warst einfach eine Spur zu krass für mich. Ich habe was komplett anderes gelesen. Bin gerade ein bisschen müde, ein bisschen. Halsschmerzen gibt auch, aber gut. Wie gesagt, ich bin wohl gern grob und ein Venofliebes-Fan. Hab aber keins. Hey, wenn du fragen würdest, könnte ich eins tauschen. Wenn ich eins hätte. Hab ich leider nicht. Gut. Scheint, jetzt hätten wir wieder einen kürzeren Part, aber hier vorne? Du hast dich nicht bewegt die ganze Zeit über. Nerviges Krabbox. Das man, soweit ich weiß, am Mount Lanakila wirklich entwickeln kann schon. Das heißt, wenn wir jetzt eins fangen würden, auf dem Level, dann könnten wir es einfach theoretisch nehmen und direkt entwickeln. Oder? Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Allerdings, ich will die Beeren haben. Ich meine, so ein Krawell hat schon was. Kampf-Eistyp ist zwar nicht die geilste Kombination wegen dem Eistypen drin, aber es ist stark. Sehr stark. Eine Liganbeere. Eine Prunusbeere. Oh. Eine Piercefbeere. Eine Piercefbeere. Und eine Piercefbeere. Ein Piercefbeere. Gut. Oh, ein Zorro-Kex. Oh nee, die haben hier wirklich wilde Zorro-Kex. Ist ja ekelhaft. Das ist ekelhaft. Zorro-Kex. Kampf und Licht. Ja. Das Ding ist eine böse Typenkombination. Verdammt. Es gibt so viele Typen von Pokémon, die ich jetzt nicht großartig besiegen kann. Wo ich mit reiner Kraft nur draufhauen muss. Und hoffen muss, ich die One-Shotte. Zurückhex ist, glaube ich, eins davon, wirklich. Nee, es hat eine Kampfschwäche. Da haben wir was gegen, aber gut. Nicht allzu viel. So. Diese beiden Typen hier vorne, ich meine, die wollen Doppelkampf haben. Und den können sie gerne bekommen. Allerdings mache ich erstmal eine Regeneration. Und zwar mit einem Supertrank. Da kann auch Tarn ein bisschen was machen. Wenn Tarn Tarnsteine könnte, das wäre lustig. Na, willst du etwa bei Team Skull mitmachen? Wart ab, das ist doch ein Z-Kraftring. Ey, was geht ab? Du bist auf Inselwanderschaft oder was? Oder warte, jetzt habe ich es geschnallt. Du willst uns nur dissen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben. Du glaubst nicht etwa, du kannst uns hier einfach so aufkrauzen und runter machen. Ich wurde eingeladen. Ja. Und wenn er die Inselwanderschaft hinschmeißt, seid ihr selber schuld. Ehrlich. Seid ihr einfach selber schuld. Wow. Gen 5, Hallöle. Zorokex und Gladian Tree? Wow. Warum das Ding Gladian Tree heißt, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, das hat zwar irgendwo so drei Klingen am Kopf und an den Fingern. Oh, das ist nicht gut. Beides Unlichttypen. Eines ist Unlichtstahl, das andere ist Unlichtkampf. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, großartig. Ich mache einen Feuerzahn auf Gladian Tree. Und Tarn macht einen Durchbruch auf Gladian Tree, das ist ein One-Shot. Roxanne macht einen Feuerzahn. Doof. Ich darf nicht drin bleiben, das ist ein Zorokex. Doof. Doof. Das Ding kommt mit der Kampfattacke an, dann wir sind weg. Dann kommt stattdessen einfach Schmusi.
Montan, du machst einen Durchbruch aufs Gladiantri. Ziemlich gewagt eigentlich, Schmusi reinzubringen, fällt mir gerade ein. Gewissheit. Aua. Tombkick. Kacke, Mann. Das Ding hat auf dem Level schon Hochmut und Tombkick. Au. Das ist nicht so gut. Voll fies. The fuck? Aber gut zu wissen, dass wir Gladiantri haben. Das könnte ein Problem werden. Level 36 für Tarn. Das könnte ein größeres Problem werden, tatsächlich. Machen wir das. Beilage kommt raus. Und Beilage vergibt dem einfach mal schön einen Tropenkick. Senkt dadurch den Angriff. Dann Fußhit nicht reichen wird. Und da haben wir mit Durchbruch weiter drauf. Und dann mal schauen. Falls es überlebt. Ja, auf jeden Fall. Ach, jetzt ist Tarn schneller als das Zurukex. Ist ja interessant. Was hat das Ding eingesetzt? Vergeltung? Böse. Oder Konter? Ja, du bist so viel krasser drauf als ich. Da kann ich nur noch lachen, Alter. Lachen. Boah, dieses Inselwanderschaft-Ding scheint dir ja echt gut zu tun. Tja, ratet mal. Starke Trainer kann ich nie ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich hier noch lange nicht durch. Hey, Junge. Oh, diese Musik. Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir ja ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Dann geh lieber nach Hause. Oh, diese Musik einfach. Diese Musik! Diese Musik! Und dann kommt diese mega laute Musik wieder. Ahaha, das ist so mega laut. Gut, Leute. Wir stehen an den Toren zur Po-U. Und werden uns im nächsten Part dort reinbegeben. Vorher werde ich auf jeden Fall noch heilen, denn einmal hin teleportieren, zurück teleportieren ist halb so wild. Oder hinlaufen, zurücklaufen ist halt nicht so weit, dauert ja höchstens eine Minute. Allerhöchstens. Aber wir werden uns im nächsten Part hier wieder treffen. Ich beende aber die Aufnahme jetzt komplett erstmal und werde mich um ein paar andere Dinge kümmern. Dementsprechend, ich bedanke mich und ich sage, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Und, der Kollege da vorne. Achtet auf sein Halsband. Sieht ordinär aus. Aber hat einen Sinn dahinter.